Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Workshop über das neue Spiel Next Generation of Changemaker. Vielleicht warten wir noch kurz eine Minute, bis die Personen oder bis jeder, der auch möchte, hier herzugekommen ist. Und dann starten wir. Wunderbar, 18 Personen. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach, da das Zeitkonzept doch etwas enger ist, damit sich alles gut ausgeht. Und jeder, der später noch dazu kommt, ist herzlich willkommen. Herr Ich Mayrhofer, würde ich möchte Sie kurz noch ja, unterbrechen. Nehmen gerne. Sie den Ton auf über das Mikrofon auf Ihrem Headset oder auf dem Laptop? Eigentlich sollte es über das Mikrofon gehen, über das Ja, Headset. die Tonqualität ist nämlich nicht so rasend. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn Sie vielleicht Ihr Mikrofon einfach abstellen und nur mit dem Mikrofon vom Laptop arbeiten. Ja, geht Ja. so besser. Das ist besser, ja, viel besser. Danke. Perfekt, dann machen wir das ohne Headphone, einfach direkt vom Computer. Wunderbar. Ganz grundsätzlich, wenn es irgendwelche Fragen gibt, zu jeder Zeit einfach gerne in den Chat schreiben oder sich sonst einfach einschalten und die Fragen gleich direkt stellen. Ich werde versuchen, im Chat auch mitzulesen, dass ich dann darauf gleich alles eingehen kann. Ich möchte am Beginn kurz vorstellen, wer ich bin, wer wir eigentlich sind und was wir quasi, was so unser normales Angebot ist. Und dann insbesondere auf ein neues Spiel oder dieses neue Spiel vorstellen, Next Generation of Changemaker, wo es darum geht, Jugendliche bei der Entwicklung von neuen kreativen Innovationen spielerisch begleiten kann und das sowohl digital als auch quasi im Offline-Betrieb. Kurz zu mir selbst, Dirk Meierhofer, ich bin Geschäftsführer bei IFTE. IFTE steht für Initiative for Teaching Entrepreneurship. Wir sind ein gemeinnütziger Verein im Bildungsbereich. Und unser großer Slogan oder das, was wir gerne erreichen möchten, ist, wie man hier auch auf dem Slide sieht, quasi Empowering the Next Generation of Changemaker. Also wir entwickeln Entrepreneurship-Programme, die dabei helfen sollen und die dabei aufzeigen sollen, was wir Kindern und Jugendlichen mitgeben sollten in der Schule, in ihrer Ausbildung, damit sie ein gelingendes Leben haben können. Und das ist so ein bisschen diese Frage, die wir uns jeden Tag stellen und wo wir jetzt, also den IFTE gibt es mittlerweile 20 Jahren, und wo wir eine Reihe von Lern- und Lehrunterlagen entwickelt haben, Spiele entwickelt haben. Wir haben eine Reihe an Wettbewerben und anderen Maßnahmen, die stelle ich nach, möchte ich kurz genau vorstellen. Wir haben insgesamt drei Programme, drei Entrepreneurship-Programme. Eines für die Volksschule, das sieht man hier links, das ist mit unserer Maus Levi, die heißt Jedes Kind stärken. Wir haben ein Programm für die Unterstufe, nennt sich Jugend stärken. Und dann derzeit noch, vor allem in der Oberstufe, gibt es das unser Angebot, das sich YouthStart Digital nennt, wobei das gerade auch schon ausgebaut wird, dass es auch für die Unterstufe zur Verfügung ist. Jedes Programm besteht auf der einen Seite aus gedruckten Unterrichtsmaterialien, die man auch digital abrufen kann. Es gibt in jedem Programm auch eine Reihe an Festivals und Wettbewerben und immer auch eine Reihe an Außenfortbildungsangeboten, die wir anbieten. Und das ist hier so ein bisschen die Übersicht für jedes Kind stärken. Genauso gibt es auch für Jugend stärken und natürlich auch für YouthStart Digital. Alle unsere Unterlagen werden kostenlos geteilt. Wir stellen alles zur Verfügung der Creative Commons License, beziehungsweise die gedruckten Unterlagen gegen einen quasi kleinen Kostenbeitrag, beziehungsweise für das Porto. Also schauen Sie gerne mal vorbei bei uns auf den Webseiten oder sonst einfach auf ifte.at, das ist die Hauptwebseite, wenn Sie mehr wissen wollen über quasi unsere Entrepreneurship-Programme und welche anderen Angebote wir haben. Für den heutigen Workshop habe ich mir dieses Spiel hier herausgesucht. In echt schaut es auch so aus wie hier auf dem Slide. The Next Generation of Changemaker, Own Your Entrepreneurial Journey. Das ist das neueste Spiel, das wir entwickelt haben. Wir haben fast 3 Jahre an dem Spiel gearbeitet, die verschiedensten Prototypen mit unterschiedlichsten Zielgruppen wirklich oft getestet und quasi seit Herbst gibt es dieses Spiel auch tatsächlich gedruckt, was uns sehr freut. Und dieses Spiel möchte ich Ihnen heute genauer vorstellen. Grundsätzlich bei dem Spiel geht es darum,
dass die Teilnehmerinnen, die Spieler, die Jugendlichen an diesem Prozess begleitet werden von ich sehe ein Problem in der Gesellschaft, ich entwickle eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann und überlege mir dann auch schon ein Konzept, dass ich diese Idee umsetzen kann. Und das ist der Grund auch, warum wir diese Entrepreneurial Journey mit eingebracht haben. Der Hintergedanke ist, wir sind davon überzeugt, dass eine verantwortungsvolle Gesellschaft einfach Menschen braucht, die ihre Zukunft selbst gestalten, die selber aktiv werden und nicht nur quasi passiv konsumieren, sich denken, andere Menschen, andere Personen sollen die Probleme lösen, die wir haben, sondern das Spiel soll dabei quasi selber aktiv zu werden, selber mal zu schauen, was sind Dinge, die einem vielleicht stören und was kann man dagegen tun, was kann man zur Lösungsfindung quasi beitragen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man das Spiel in sehr unterschiedlichen Settings, sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen einsetzen kann. Das war etwas, was uns sehr wichtig ist, dass das Spiel einerseits in einem 2-3-Stunden-Workshop funktioniert, aber das Spiel auch den roten Leitfaden, diesen roten Faden darstellen kann, wenn ich zum Beispiel einen Schwerpunkttag habe an der Schule oder ich eine Entrepreneurship-Woche organisiere, wo dann die Jugendlichen quasi diesen Prozess, diese Journey innerhalb von mehreren Tagen durchgehen. Es gibt auch im Spiel so ein kleines Handbuch, wo dann auch Vorschläge drin zu finden sind, genauere Art, wenn ich jetzt dieses Spiel in einem Workshop einsetze, wie müsste ich das organisieren oder wenn ich jetzt das Spiel in einer Entrepreneurship-Woche einsetzen möchte, was brauche ich dann dafür oder welche Rahmenbedingungen muss ich dann dafür schaffen? Genau, was sind so die Lernziele, die mit diesem Spiel erreicht werden sollen? Im Fokus steht, dass die Spielerinnen lernen, eine eigene Idee zu entwickeln, eine eigene Idee weiterzuentwickeln. Sie lernen auch ein eigenes Geschäftsmodell, ein erstes Konzept für diese Idee auszuarbeiten. Sie lernen auch, wie ich diese Idee jemanden anderen präsentieren kann, wie ich andere von meiner Idee überzeugen kann. Sie lernen, die eigenen Ideen und die Ideen der anderen wertschätzend quasi zu reflektieren. Und sie lernen eine Reihe an Entrepreneurship-Konzepten kennen, wie das gründenden Komponenten. Genau, also das ist so ein bisschen, das sind so die Lernziele, die wir mit unserem Spiel versuchen möchten zu erreichen. Ich glaube, über das Thema Gamification und welche Möglichkeiten wir durch ein Spiel haben, brauche ich hier in diesem Setting nicht allzu viel erwähnen. Ich glaube, das Besondere ist wirklich, dass dieses Learning by Doing dabei im Vordergrund steht und die Spielerinnen, die Spieler das idealerweise oder diesen Prozess nicht nur theoretisch durchgehen, sondern wirklich diesen Prozess von einem ausgehenden Problem bis hin zu einem finalen Pitch selber erleben und dabei aufgrund von diesen Erlebnissen quasi dabei auch lernen. Eine andere Besonderheit, und deshalb freut es mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei den DigiPlay Days, ist, es gibt eine digitale Erweiterung zu dem Spiel. Das haben wir uns deshalb überlegt, weil wir festgestellt haben, dass wir nicht alle Inputs oder nicht alle Aspekte, die uns wichtig sind, dass wir die nicht alle drucken lassen können, weil sonst hätte das Spiel wesentlich mehr Karten. Und aus diesem Grund haben wir uns dann auch dazu entschieden, eine digitale Erweiterung herauszugeben. Das ist eine Web-App. Das heißt, man braucht hier keine Installation vornehmen, sondern man kann einfach die Internetadresse aufrufen und kann dann mit dieser Web-App arbeiten. Und die bietet zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass dadurch mehr oder bestimmte Themen auf einmal in dem Spiel vorkommen können, die vielleicht gedruckt nicht so quasi vorkommen sonst würden. Und das andere ist, wir können eine Regionalisierung vornehmen. Das heißt, es wird für jedes Bundesland beziehungsweise für bestimmte Regionen wird es bestimmte Kartendecks geben, sodass sozusagen auch die echte Welt aus der Region in diesem Spiel vorkommen kann. So schaut das aus. Also vielleicht, das ist die Schachtel. Was hat man drinnen, wenn man das Spiel aufmacht? Man hat das Spielbrett. Das sehen Sie jetzt hier gerade auch in der Präsentation. Man hat einen Spielwürfel, also eine Spielfigur, einen Würfel und dann die unterschiedlichen Karten und eine Spielanleitung. Man merkt schon daran, dass es nur eine Figur gibt. Das Spiel wird als Team gespielt.
Das heißt, jedes Team hat sozusagen ein Spiel, mit dem, anhand von dem sie diesen Prozess durchgehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse habe oder eine größere Gruppe von 30 Personen, dann würde ich quasi 6 Spiele brauchen, sodass jedes Team ein eigenes Spiel hat. Das war auch etwas, was uns sehr wichtig war, weil es auch uns wichtig war, so ein kollaboratives Spiel zu entwickeln, wo man nicht gegeneinander arbeitet, sondern wo man im Team gemeinsam an einer Idee arbeitet, weil das etwas ist, was uns sehr wichtig ist und wo wir auch einfach überzeugt sind, dass die besten Ideen entwickelt man nicht alleine, sondern die besten Ideen entwickelt man gemeinsam in einem Team. Das Spiel selber, und Sie können es hier sehen, wir haben versucht, diese Journey, diesen Weg auch am Spielbrett abzubilden. Daher gibt es diesen Weg, an dem man sich entlang orientiert. Es besteht aus 4 Phasen. Die erste Phase, und das können Sie links oben sehen, das ist die Inspiration-Phase. Das ist da, wo die ersten kreativen Ideen entwickelt werden, wo eine Herausforderung gesucht wird und wo man einfach einmal startet mit einer ganz kurz formulierten Idee. Es ist gerade die Frage gekommen, gibt es dieses Spiel nur in Englisch? Das Spiel ist zweisprachig, es ist Englisch-Deutsch. Es ist nur das Spielbrett ist auf Englisch gehalten. Alles andere ist immer zweisprachig, also wenn man es hier sieht, beziehungsweise dann nachher auch auf den Karten, es ist immer Deutsch und auf Englisch. So kann man es quasi einsetzen, in welcher Sprache man möchte. Also die erste Phase ist die Inspiration-Phase, wo es darum geht, ein Problem zu finden und eine erste Anfangsidee, für wie ich dieses Problem lösen kann, zu definieren. Danach, das ist die zweite Phase, nennt sich Idea Generation. Wir sagen immer, das ist die Chaos-Phase. Das ist da, wo man viele verschiedene Inputs bekommt, wo sich diese Idee weiterentwickelt. Und das ist etwas, was wir gesehen haben oder was wir im echten Leben kennen. Hat man dann auch die Freunde und die Verwandten, die einem Tipps geben, die einem weiterhelfen möchten, wo man ganz viele verschiedene Inputs bekommt. Und das haben wir versucht, in dieser Chaos-Phase abzubilden. Das dritte ist dann das Entrepreneurial Design, sieht man rechts unten. Das ist die Phase, wo die ganzen bisherigen Gedanken strukturiert werden und ergänzt werden, was noch fehlt. Und zum Schluss, die vierte Phase, ist dann der Final Check und der Pitch, wo dann die Idee ist, dass man auch rausgeht, seine Idee anderen Personen vorstellt, noch weiter Feedback einholt und vielleicht die Idee am Schluss einer Jury präsentiert. Genau. Was braucht man, wenn man dieses Spiel spielt? Also auf der einen Seite das Spiel selber. Wir arbeiten dann sehr, sehr gerne mit Post-its. Das wäre gut, wenn jedes Team einen Stapel an Post-its hat und Stifte, sodass man quasi alle Ideen, die im Laufe dieses Spiels entstehen, festhalten kann. Und für diese dritte Phase, für das Entrepreneurial Design, empfiehlt es sich, wenn man ein Flipchart-Papier hat, dass man diese Struktur aufzeichnen kann. Und natürlich, wenn man die Combined-App, die Web-App verwenden möchte, dann braucht man ein Smartphone oder einen Computer oder ein Tablet, um die Website aufrufen zu können. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Phasen ein bisschen genauer vorstellen, dass Sie eine Idee davon bekommen, wie dieses Spiel abläuft und vielleicht fällt Ihnen auch schon die ein oder andere Möglichkeit ein, wie Sie dieses Spiel einsetzen können. Genau. Das ist diese erste Phase, die Idea Generation, Idea Generation Phase, Inspiration Phase. Da geht es darum, dass man ein Team bildet. Es gibt auch unterschiedliche Rollenkarten, sodass jeder Spieler eine bestimmte Aufgabe hat und jeder auch wirklich involviert ist. Und Ziel in dieser Inspiration Phase ist es, seine eigene Mission zu finden. Was Sie hier jetzt sehen können rechts, sind diese Guidance Cards. Das ist unser erster Kartentyp. Wir haben nämlich festgestellt, dass wenn man eine Spielanleitung schreibt, das eher hinderlich ist für den Einsatz im Unterricht, wenn man vorher eine ausführliche Spielanleitung lesen muss. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Spielanleitung auf diese Karten hier zu packen. Und man zieht quasi immer die Karte, wenn quasi die, auf der die Nummer steht, die am Spielbrett ist. Das heißt, man startet, indem man seine Spielfigur einfach auf die Nummer 1 stellt und liest dann die Karte mit der Nummer 1. Sobald das erledigt ist, was auf der Karte draufsteht, fährt man ein Feld vorwärts auf das Feld 2 und liest dann die Karte mit der Nummer 2. Die Idee dahinter ist, dass man einfach das Spiel rascher einsetzen kann und auch die Jugendlichen selber jetzt keine Anleitung lesen müssen, sondern quasi einfach die Informationen, die sie brauchen, zum richtigen Zeitpunkt dann zur Verfügung gestellt werden. Den Hauptpunkt in dieser Phase bieten diese Missionskarten, die haben diesen rosanen Hintergrund.
Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich kann eine Missionskarte ganz normal ziehen vom Stapel. Ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht. Die Karte würde dann so ausschauen, wo man zwei Missionen findet. Hier wäre es zum Beispiel, man erzählt den Großeltern von den Social Media Aktivitäten und zeigt ihnen die neuesten Apps dazu und dann stellt man fest, dass ältere Personen soziale Netzwerke eigentlich überhaupt nicht nützen und man überlegt sich, was könnte man tun, um älteren Personen, Großeltern den Zugang zu Social Media zu erleichtern. Oder vielleicht etwas passend für heute, die andere Mission wäre, man besucht eine Messe und lernt dort Zukunftstechnologien kennen und dann überlegt man sich, wie kann ich mit diesen Zukunftstechnologien die Welt positiv verändern. Also das wären jetzt zwei Ausgangsmissionen und wenn wir jetzt ein Team wären, würden wir uns jetzt entscheiden, welche von dieser zwei Ausgangsmissionen, mit welcher von dieser beiden wir gerne arbeiten möchten. Das wäre eine Variante, wie ich zu einer Mission komme. Die andere wäre, dass ich, wie vorhin schon erwähnt, auf unsere Web-App gehe und mir dann digital quasi eine Mission aussucht zu einem bestimmten Thema. Die gedruckten Karten basieren alle auf den Megatrends. Online in der Web-App haben wir uns dann auch sehr stark auf die Themen Klimawandel und auch auf die SDGs fokussiert. Das heißt, man kann auch Missionen zu den SDGs auswählen und diese Missionen werden auch laufend erweitert. Die dritte Variante ist, dass wir als Team schon eine eigene Idee mitbringen. Dann würden wir jetzt hier diesen Missionsschritt überspringen und gleich quasi zum Feld 6 kommen. Also das ist auch eine Variante, wie ich dieses Spiel verwenden kann, dass wenn ich Teilnehmer habe, die schon eine eigene Idee haben, die vielleicht den einen oder anderen Aspekt noch verfeinern möchten, dann kann man auch mit diesem Spiel arbeiten. Wir würden jetzt dann hier diese unterschiedlichen Schritte durchgehen gemeinsam. Ja, hier sieht man nochmal kurz, wie die Web-App ausschaut. Also das sieht man dann, kann ich auswählen, ich befinde mich gerade in der Phase 1 und dann ein entsprechendes Inspiration Deck wählen und dann sagen, ich möchte jetzt Missionen zum Thema Klimawandel oder SDGs haben. Voilà. Genau, also wir würden dann die unterschiedlichen Schritte durchgehen und am Ende dieser Phase 1 hätten wir ganz kurz formuliert unsere Ausgangsidee in einem Satz, wie wir diese Mission, wie wir dieses Problem lösen möchten. Mit dieser Ausgangsidee würden wir dann weitermachen in der Phase 2, das ist diese Chaosphase. Man sieht hier anhand dieser liegenden 8, dass ich diese Phase so oft spielen kann, wie ich Zeit zur Verfügung habe. Also wenn ich weniger Zeit habe, dann fahre ich nur zweimal oder dreimal durch diese liegende 8. Wenn ich länger Zeit habe, kann ich auch öfters durch diese liegende 8 fahren. Hier ist es so, dass vier verschiedene Karten zum Einsatz kommen und die möchte ich Ihnen auch einfach kurz zeigen, was sich so dahinter verbirgt. Das erste, das sind unsere Perspektivenkarten. Da wird man aufgefordert, seine Idee aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Eine Perspektivenkarte ist zum Beispiel, wie würde eine Leistungssportlerin oder ein Leistungssportler die Challenge anpacken. Es gibt aber auch eine Perspektive, wie zum Beispiel, wie könnte man die Idee ohne Internet umsetzen. Also das soll einfach dabei anregen, seine Idee weiterzudenken, ein bisschen Perspektivenwechsel zu machen und den einen oder anderen Aspekt nochmal aufzunehmen, vielleicht an den ich noch nicht gedacht habe. Danach würden wir quasi weiterziehen, wenn wir die Karte beantwortet haben und würden zu den Ökosystemkarten kommen, die haben hier so einen blauen Hintergrund, hellblau. Das sind Karten, wo etwas passiert, wo etwas positiv wie auch negativ passieren kann. Da haben wir versucht, so ein bisschen eine Zufallskomponente in das Spiel mit aufzunehmen, wie im echten Leben. Es gibt einfach Veränderungen im Umfeld, wenn man eine eigene Idee hat, eine eigene Idee umsetzen möchte. Und das kann sich positiv und negativ auswirken. In dem Fall ist das jetzt etwas Positives, nämlich unsere Freunde und die Familie sind von unserer Idee begeistert und die unterstützen uns mit etwas Geld und wir dürfen jetzt eine zusätzliche Karte ziehen. Also hier passiert etwas, was positiv und negativ sein kann. Diese Karten hier, die Ökosystemkarten, die könnte man sich auch über die Web-App anzeigen lassen und da kommt jetzt diese Regionalisierung ins Spiel. Weil was wir festgestellt haben, ist, dass Jugendliche ganz oft nicht wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es eigentlich in ihrem Umfeld, in ihrer Region gibt, wenn sie eine Idee umsetzen möchten.
Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich diese Ökosystemkarten über die Web-App ausspiele, dass ich auswähle, in welchem Bundesland, in welcher Region ich daheim bin. Und dann findet man bei diesen Ökosystemkarten Institutionen, Organisationen, Unterstützungsangebote aus der jeweiligen Region, die Jugendlichen, die Teilnehmer dann kennenlernen und hoffentlich dann auch, quasi wenn sie die Idee wirklich umsetzen, dann auch erste Anknüpfungspunkte haben an das Ökosystem. Also wenn wir das jetzt hier erledigt hätten, diese Karte, dann würden wir weiterziehen. In dem Fall zu Komponentenkarten. Wir würden auch hier eine Komponentenkarte ziehen, die hat so eine grüne Rückseite. Und da kommt dieses Konzept von grünen Komponenten ins Spiel. Das heißt, hier sammeln wir im Laufe des Spielverlaufs unterschiedliche Komponenten, die alle unterschiedlich wertvoll sind. In dem Fall wäre es jetzt aus dem Bereich Recht und Steuern, dass wir eine Erstberatung durch einen Rechtsanwalt bekommen und der gibt uns auch gleich Vertragsmuster. Und das Ganze ist jetzt 2 Punkte wert. Und das letzte Feld in dieser liegenden 8, das ist Roll the Dice, dafür braucht man den Würfel. Hier würden wir jetzt den Würfel würfeln und dann eine dieser 6 Methoden anwenden, um unsere Idee weiter zu verfeinern und wieder ein bisschen zusammenzufassen. Also man sieht, diese Idea Generation Phase ist wirklich die Phase, wo man viele verschiedene Perspektiven einnimmt, wo man verschiedene Inputs bekommt, wo man Komponenten sammelt, an die man vielleicht noch nicht gedacht hat, wo auch im Umfeld etwas passiert, mit dem Hintergedanken, dass man diese Ausgangsidee oder seine eigene Idee noch einmal weiterentdeckt. Und jetzt hätten wir ganz, ganz viele verschiedene Post-its mit den vielen verschiedenen Inputs sozusagen als Gruppe gesammelt. Eine Besonderheit in dem Spiel gibt es noch, das sieht man hier unten an diesem kleinen Zusatzweg bei Feld Nummer 13. Nachhaltigkeit ist bei uns immer ein sehr, sehr wichtiges Thema und deshalb wollten wir unbedingt das Thema Kreislaufwirtschaft auch vorkommen lassen. Das heißt, wenn man es mit Teilnehmern spielt, die vielleicht schon etwas fortgeschrittener sind, dann könnte ich mir jetzt hier diese Perspektivenkarten zum Thema Kreislaufwirtschaft herausnehmen und könnte schauen, wie ich Ansätze einer Kreislaufwirtschaft in meine Idee integrieren kann oder was ich an meiner Idee verändern muss, damit sie zumindest einen in die Richtung einer Kreislaufwirtschaft gehen. Da werden eine Reihe an Konzepten vorgestellt, die alle aus der Kreislaufwirtschaft kommen und die sollen eben dabei anregen, dass man auch kreislaufwirtschaftliche Ansätze schon in der Ideenfindungsphase mit berücksichtigt. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir die Chaosphase hinter uns und dann ziehen wir sozusagen weiter in die nächste Phase, in die dritte Phase, Entrepreneurial Design, das ist jetzt diese Strukturierungsphase. Also wir würden jetzt als Team alle unsere Gedanken, alle unsere Ideen, alle Inputs, die wir bis jetzt gesammelt haben, die würden wir jetzt beginnen zu strukturieren. Wir haben jetzt hier in dem Spiel das nachhaltige Geschäftsmodell hergenommen als eine mögliche Struktur. Das besteht aus 4 Feldern. Das heißt, ich würde mir anschauen, zuerst die Value Proposition, was ist der Wert meiner Idee, welchen Nutzen möchte ich schaffen. Danach würde ich mir anschauen, was muss ich alles machen, damit meine Idee umgesetzt wird. Die 4. Perspektive wäre dann das Thema Nachhaltigkeit, wie nachhaltig ist meine Idee. Und zum Schluss würde ich mir nochmal mein Ertragsmodell oder das Ertragsmodell meiner Idee anschauen. Im Spiel selber haben wir dieses 4 Felder nachhaltige Geschäftsmodell vorkommen lassen, weil das auch für Anfänger sehr gut geeignet ist. Man kann jetzt aber hier auch ein anderes Geschäftsmodell zur Hand nehmen. Wir arbeiten auch sehr gerne mit dem Lean Business Model Canvas, was wir auch nur empfehlen können. Also hier sind auch ein bisschen die Rahmenbedingungen entscheidend. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie die Rahmenbedingungen sind, kann man hier auch ein anderes Geschäftsmodell oder einen anderen Canvas verwenden. Nach dieser Strukturierungsphase kommen wir dann zur letzten Phase in dem Spiel, das nennt sich Final Check und Pitch. Da hätte man zuerst diese untere Schleife, wo ich mir noch einmal die 6 Fragen stelle, um zu überprüfen, habe ich auch wirklich an alles gedacht, habe ich diese 6 Aspekte in meinem Geschäftsmodell berücksichtigt bei meiner Idee. Und zum Schluss geht es Richtung Pitch. Wobei da ist uns das Wichtige, dieses Talk to 10 People, also dass die Spieler und Spielerinnen, die Jugendlichen wirklich rausgehen, mit mindestens 10 Personen reden, Feedback einholen, anderen Leuten von ihren Ideen erzählen und dann auch nochmal die Möglichkeit haben, dieses Feedback einzuarbeiten. Und zum Schluss könnte man eine
oder ist vorgesehen, dass man die Idee vor einer Jury präsentiert oder einfach in der Klasse vorstellt, den anderen Teams vorstellt und sich dann auch gegenseitig Feedback darauf gibt, auf die Idee, auf die Präsentation, auf den Pitch. Es ist in diesem Handbuch, also dieses Handbuch ist für die Trainer oder für die Lehrpersonen gedacht, darin findet man auch einen Vorschlag, wie man einen Pitch evaluieren kann. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt an der Schule oder im Rahmen eines Programms eine Jury schon mal an der Schule hätte oder die Teams machen zum Beispiel bei einem Ideen- und Geschäftsmodell Businessplan-Wettbewerb mit, dann könnte man hier dort quasi, könnte man diese Ideen auch dort dann präsentieren lassen, dass man diesen letzten Teil des Pitches quasi ein bisschen ausklammert und woanders sozusagen vorkommen lässt. Genau, das wäre so der Schnelldurchgang durch dieses Spiel, auch ein bisschen durch die Inhalte des Spiels. Vielleicht kurz, wie kommt man an das Spiel? Ich werde nachher die Präsentation auch in den Chat posten. Das Spiel kann bei uns über die Website bestellt werden. Das Spiel kostet für Schulen und Bildungseinrichtungen, wird das Spiel kostenlos hergegeben. Es ist nur eine Porto-Gebühr, ich glaube, von 6 Euro zu bezahlen, damit wir das dann zuschicken können. Ansonsten, glaube ich, kostet das Spiel 25 Euro, wenn ich das jetzt richtig weiß. Also nachher an den Selbstkosten, die wir hatten beim Druck dran. Und genau, also dort kann man das Spiel einfach jederzeit auch gerne bestellen. Gibt es an diesem Punkt Fragen? Falls es Fragen geben sollte, gerne einfach kurz einschalten oder sonst in den Chat posten. Vielleicht eine Frage gleich von mir. Hallo Valentin. Sehr gerne. Vielen Dank schon einmal für deinen Workshop. Ja, ich wollte eigentlich wissen, wie es dann eigentlich oft so läuft bei euch. Wie wird es dann konkret eingesetzt eigentlich im Unterricht oder im Familiensetting oder wie lässt sich das an? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Sehr gerne. Also ich glaube, es gibt mehrere Einsatzszenarien und das war auch das, was uns sehr wichtig war. Es wird meistens im schulischen Setting verwendet, aber auch außerschulisch, also bei Institutionen, die Workshops machen mit Jugendlichen, bis hin auch von mittlerweile Gründungszentren an Universitäten, die das dann für Studenten oder für Startup-Gründer quasi verwenden. Vom Setting her, ich glaube, eine Variante ist für quasi Anfänger, die zum ersten Mal so dieses Thema Entrepreneurship hören, die eigentlich auch nicht wissen, wie komme ich eigentlich an eine Idee, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Idee habe, was mache ich, wenn ich einfach mal so mir denke, das wäre doch interessant, so was zu machen, quasi wo beginne ich. Dann glaube ich, ist das Setting sehr cool in so einem 3-Stunden-Workshop oder vielleicht kann ich zweimal 3 Stunden machen, dass ich die Phasen aufteile auf 2 Tage, dass die Jugendlichen dazwischen eine Woche Zeit haben, um an ihrer Idee weiterzuarbeiten. Dann empfiehlt es sich, wenn sie die Missionen ziehen, die es quasi gibt. Und dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr netter, spielerischer Einstieg in dieses ganze Thema, wo sie eigentlich schon sehr viel einfach selber erfahren und sehr viel selber lernen. Das ist das eine Setting. Und das andere Setting ist wirklich dann für fortgeschrittenere Teams. Das kann jetzt in der Schule, an der Universität oder außerschulisch sein. Teams, Gruppen, die selber schon eigene Ideen haben oder die jetzt wirklich etwas umsetzen möchten, dann ist es eine sehr, sehr gute Hilfestellung, einfach diesen Prozess durchzugehen und zu sagen, okay, ich habe mal eine Idee und ich setze mich mal hin und gehe jetzt diese ganzen Schritte durch, weil dann werde ich halt wirklich vorbereitet, dass ich ein Konzept entwickle und mit dem Konzept kann ich dann quasi Sponsorenanfragen gehen, Kooperationspartner suchen, also dann kann ich nachher wirklich gleich in die Umsetzung starten und ich habe vorher auch einfach mal die Möglichkeit, mich als Team zu einigen, quasi was ich eigentlich machen möchte. Super, danke. Ich glaube, es sind eh schon weitere Fragen im Chat. Genau, eine Frage ist gerade gekommen. Was sagen die Jugendlichen zu diesem Spiel? Was sind die bisherigen Erfahrungen? Also wir haben das ganz stark mit Jugendlichen gemeinsam auch entwickelt. Die waren von Anfang an mit dabei. Bis jetzt sind die Erfahrungen, die wir
hatten sehr, sehr gut, also natürlich am Beginn die Prototypen, da haben wir natürlich das ganze Feedback auch eingearbeitet. Bis jetzt waren die Erfahrungen sehr gut mit den Jugendlichen, die wir hatten. Covid hat uns da ein bisschen in unserem Rollout-Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil jetzt das Idee im Schuljahr, dadurch, dass man es physisch vor Ort spielen muss, noch nicht ganz so eingesetzt werden konnte, wie wir es gehofft hatten. Aber was den Jugendlichen besonders gefällt, ist, dass es sie wirklich was spielerisch lernen und sie nehmen etwas mit und sie können das mit ihren eigenen Ideen machen und es gibt da jetzt kein richtig und kein falsch, sondern sie können eigentlich wirklich selber kreativ werden und eigene Ideen entwickeln. Das war eigentlich das, was wir immer mitbekommen haben, was dem Jugendlichen einfach am besten gefallen hat. Genau. Und ein Kommentar kam noch, dass das Spiel am FA Joanneum empfohlen wurde. Freut mich sehr, dass das Spiel auch schon angekommen ist. Wir bemühen uns sehr, das unter die Leute zu bringen und wir freuen uns über jeden, der das Spiel einfach mal ausprobiert, einfach mal bestellt und mal schaut, wie das ist. Wir freuen uns auch gerne über Feedback und über Fotos, wenn das Spiel im Einsatz ist. Genau, dadurch, dass es auf Englisch ist, schicken wir es auch überall hin, quasi nicht nur nach Österreich. Wir haben auch in Deutschland einen Partner, der in Deutschland das Spiel vertreibt. Also wir sind da durchaus auch offen für alle möglichen Kooperationen oder andere Institutionen, die das gerne öfters brauchen. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst versuche ich mal in der Zwischenzeit. Ich hoffe, dass das geht. Ich habe jetzt gerade eine Kurzfassung der Präsentation als PDF lade ich gerade in den Chat hoch. Ich schreibe dann auch noch gerne die E-Mail-Adresse office@fritte.at, da kann man sich jederzeit auch gerne melden, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ansonsten die Hauptseite von uns ist die www.ifte.at. Dort findet man quasi alle Veranstaltungen, alles zu den anderen Entrepreneurship-Programmen, die ich am Beginn kurz erwähnt habe. Dort kann man auch das Spiel bestellen, vielleicht weil es die Play-Days sind. Wir haben auch eine Reihe von anderen Spielen, also das ist nicht das einzige Spiel in dem Gebiet, das wir haben. Wir haben auch ein Spiel haben wir zu den SDGs gemacht, ein Spiel zum Thema Wirtschaftstheorien. Aber wir haben zum Beispiel auch für die Volksschule eine Stärkenschatzsuche oder ein Stärkenspiel, wo die Volksschulkinder ihre eigenen Stärken besser kennenlernen. Und vielleicht den Hinweis noch, nachdem viel auch zum Thema digitales Lernen geht. Wir arbeiten gerade an eben Youthstart Digital. Da haben wir jetzt einen großen Feldversuch gestartet, wo wir eigentlich alle unsere Unterrichtsmaterialien langfristig auch digitalisieren möchten. Das heißt, da hat man dann die Möglichkeit, sehr modular aufgebaut, einfach unterschiedliche Kurse zu besuchen zu den unterschiedlichsten Themen und das Ganze auch kostenfrei im Unterricht benutzen kann, aber auch für sich selber oder außerschulisch. Genau, also wo man dann die ganzen Inhalte, die wir derzeit gedruckt haben oder als PDF haben, dann auch digital modular abrufen kann. Nennt sich Youthstart Digital und ist jetzt gerade im Entstehen. Genau, das war noch etwas, was mir eingefallen ist. Eine Frage ist auch gekommen, gibt es für den Kindergartenbereich zu dem Thema auch schon etwas? Leider noch nicht oder noch nicht in dem Ausmaß, in dem wir es für die anderen Bereiche haben. Es ist ein großes Ziel von uns, also wir möchten eigentlich in den nächsten 5 Jahren auch ein Programm für den Bereich Elementarpädagogik haben. Aber wir haben jetzt gerade quasi Sekundarstufe 1 soweit abgeschlossen in der Programmentwicklung und das ist einfach, dass wir noch nicht die Ressourcen hatten, das jetzt auch für den Kindergartenbereich zu entwickeln. Schwebt uns aber vor und wenn jemand Interesse hat, da mitzuwirken oder mitzumachen, kann er sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der Interesse an dem Thema hat. Eine zweite Frage, wie firm sollte die Lehrperson in diesem Bereich sein? Für das Spiel selber ist es nicht wirklich notwendig, weil wir uns bemüht haben, das Spiel so selbsterklärend wie möglich zu machen. Also, dass man wirklich einfach die Karten zieht und dann einfach das macht, was hier draufsteht. Es ist auch ein Glossar bei dem Spiel mit dabei, wo die wichtigsten Begriffe erklärt werden. Also, falls die Jugendlichen einen Begriff nicht kennen sollten, können sie das auch selbstständig nachschlagen.
Also von daher ist es nicht unbedingt notwendig, dass man sich jetzt in dem Bereich quasi, sage ich mal, vertieft auskennt. Es ist natürlich von Vorteil, wenn die Lehrperson oder die Person, die das mit den Jugendlichen oder mit den Teilnehmern macht, eine gewisse Erfahrung hat. Vor allem, was wir immer am schönsten finden, ist, wenn die Ideen, die am Ende entstanden sind, quasi nicht nur Ideen bleiben, sondern wenn die auch irgendwie weiterverfolgt werden. Und da ist es dann natürlich sehr hilfreich, wenn es Personen sind, die vielleicht den ein oder andere Brücke schlagen können oder den Jugendlichen zumindest die ein oder andere Richtung zeigen könnten, wo sie andocken. Das muss aber aus meiner Sicht gar nicht so sehr die Lehrperson sein. Man kann zum Beispiel auch sich dann einfach Experten, Expertinnen aus dem Ökosystem hinzuholen, sei es von der Wirtschaftskammer, sei es von Wirtschaftsagenturen, sei es von Gründerservice oder von Universitäten, wo man dann vielleicht die auch gleich in die Jury mit einlädt, dass am Schluss die Jugendlichen denen die Ideen präsentieren und dann können die vielleicht auch das eine oder andere an Input geben. Genau, also ich hoffe, das beantwortet. Genau, vielleicht eine kurze Werbeeinschaltung auch von unserer Julius Raab Stiftung, weil wir an dem Thema auch ein bisschen mit der IFTE zusammenarbeiten, nämlich ein Pilotprojekt zum Thema Wirtschafts- und Finanzkompetenz in Schulen. Und dieses Pilotprojekt, da geht es eigentlich sehr stark auch um den Sekundarstufe 1 Bereich und eine Fächerkombination aus technischen Werken und Geografie und Wirtschaftskunde, praktisch sozusagen im projektorientierten Unterricht Entrepreneurship Education auch abzubilden, einen umfassenden Wirtschaftsunterricht, wo man sozusagen auch von der Wertschöpfungskette, am Beginn der Wertschöpfungskette bis zum Ende sozusagen das Thema durchdenkt. Und da bieten wir und vor allem dann auch die IFTE Workshops an Schulen an, wo man sozusagen auch Firma werden kann, wenn man das möchte als Lehrperson. Und als Schulkollegium bitte da auch gerne jederzeit an uns Anfragen richten oder so. Wir würden gern auch mit betreuen und unterstützen, wenn es da Interesse gibt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also auch wie kann ich Firma werden, wenn mich das Thema interessiert. Es wurde jetzt gerade erwähnt, wir sind auch sehr aktiv in der Aus- und Fortbildung. Wir machen eine Reihe an Seminaren und Workshops, auch zu dem Spiel. Also wir haben dann so 2-Stunden-Workshop, wo wir uns das Spiel nochmal genauer anschauen. Und jeder, der ein Interesse hat, einfach mal vorbeischauen. Und wir helfen da gerne weiter und versuchen auch das Thema quasi ein bisschen stärker zu platzieren und auch die notwendigen Unterstützungsleistungen quasi anzubieten, dass jeder, der sich dafür interessiert, das dann auch machen kann. Wunderbar. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Wenn nicht, dann sage ich herzlichen Dank für die Teilnahme in dem Workshop. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bei einer Veranstaltung oder bei einem Seminar oder in welcher Form auch immer gerne mal wiedersehen. Sonst einfach mal bei uns auf den Webseiten vorbeischauen, einfach mal durch die Materialien, durch die Fortbildungen, durch die Spiele schmökern. Und wenn es Fragen gibt, einfach jederzeit auch gerne sich per Mail melden. Ansonsten wünsche ich noch spannende nächsten Workshops. Ich glaube, jetzt geht es dann wieder zurück zur Hauptbühne. Vielleicht noch kurz, ich glaube 5 Minuten oder 5 Minuten sind es noch, vielleicht kurz noch kurz mal aufstehen, kurz mal sich bewegen, dass man dann fit ist für den nächsten Teil. Ansonsten sage ich herzlichen Dank und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank auch von meiner Seite, Valentin, für den tollen Workshop und ja, jeder dann eingeladen, bei den nächsten wieder dabei zu sein, dann eben mit Robo Wunderkind und School Fox, ja, aber da gibt es dann eh noch kurz eine Einbegleitung. Perfekt.
Hallo, eine Frage. Ja. Irgendwie bin ich mit meinem iPad unterwegs und ich kann die Datei nicht finden, die Sie in den Chat geladen haben. Kein Problem. Vielleicht magst du einfach ein E-Mail schicken an office@ifte.at. Kannst du die E-Mail sehen? Genau, schick dort einfach ein E-Mail hin, dann das kommt eh zu mir. Dann schicke ich dir einfach per Mail. Das ist super. Und wo man dieses Spiel bestellen kann, dann. Genau, das ist einfach, wenn man eingibt www.ifte.at, also ifte.at, da gibt es dann einen Punkt Publikationen und dort findet man alle unsere Unterlagen. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich das. Okay, das habe ich geöffnet. Dankeschön, dann schicke ich gleich die Mail. Ich heiße Bianca Mischnick. Perfekt. Bis dann, tschüss. Ciao. Dankeschön. Nur kurz, Bianca, vielleicht für die nächsten Workshops, haben Sie Zugriff auf den Chat? Sehen Sie den? Ja, den Chat sehe ich, aber die Datei nicht. Ja, genau. Ja, weil er hat das einfach über den www.ifte.at hat er das hineingegeben, also da sehe ich es im Chat, aber da sehen Sie es nicht? Nein, und ich war schon in einem anderen Workshop und das gleiche Problem war, also wir haben ja auch nachgeguckt, um wie viel Uhr. An der iPad-Version. Ich hatte das auch einmal, dass manche Dokumente werden am iPad oder an mobilen Geräten nicht angezeigt. Ja, weil das ist die App auf dem iPad und ich glaube, das ist genau, ja das die Problem. App, ja. Aber Sie kriegen es dann persönlich direkt hin. Genau. Extra Service. Ja, dafür bedanke ich mich jetzt schon im Voraus. Tschüss. Ciao.